So, ich grüße erstmal jeden, der sich auf meinen Shop ver... Ach, auf meinen Shop, so ein Quatsch. Auf mein Video verirrt habe. Gestern ist mir aufgefallen, dass mal wieder ein paar echt mega fette Rust-Skins in den Store gekommen sind. Also für mich mega fette Rust-Skins. Für euch selber müsst ihr natürlich selber entscheiden. Wir fangen einfach mal an. So, ich... Die Basebreaker LA habe ich mir direkt gezogen. Warum habe ich sie mir gezogen? Weil ich sie einfach nur geil finde. Hier diese ganzen Oldschool-Zeichen drauf, so eine Pixeligen-Zeichen hier mit Game Over und drei Herzen und diese angedeuteten Kugeln und natürlich in der Farbe. Die Farbe ist total fett. Also ich habe sie mir gezogen. Die Frage ist, werde ich sie jemals craften können? Für mich als Solo-Player ist das natürlich alles nicht wirklich einfach, aber die 1,85 werde ich, denke ich mal, irgendwann wieder rauskriegen, wenn es gar nicht geht. Ansonsten werde ich sie auf jeden Fall erstmal behalten, ist klar. So, dann hätten wir hier die wundervolle AK, welche ich nicht so geil finde. Sie sieht aus, als wenn sie aus Holz wäre oder als wenn sie in Lehm reingefallen ist. Feiere ich jetzt nicht so ab. Würde ich mir auch nicht kaufen, 2,75 €. Nö, das ist mir so eine AK nicht wert. Außerdem muss ich leider zugeben, dass ich mit der AK vollkommen aimless bin. Also damit treffe ich einfach mal noch nicht mal ein Scheunentor. Deswegen lasse ich die einfach mal weg. Was ich noch feiere, ist dieser Hoodie hier. Nicht, weil er von vorne so geil aussieht. Nee, finde ich nicht so besonders. Ich finde ihn von hinten so geil. Dieser Alien-Kopf hier ist mega cool. Ich weiß nicht, ob er sich in der Sonneneinstrahlung irgendwie die Farbe ändert oder so. Und dann mit dieser Mütze hier oben mit so einem Alien-Kopf. Schade, man müsste die aufsetzen können. Das wäre sogar noch ein bisschen cooler. Aber direkt gezogen, meins. Die Hose davon finde ich jetzt nicht cool, weil hier sind so ein paar Planeten drauf, so ein paar Planeten-Patches. Nicht so aufregend. Was ich geil finde, ist halt der Alien-Gürtel hier oben. Den finde ich super. Aber das Problem ist, sobald man die in Kombination mit dem Hoodie anzieht, sieht man schon den Alien-Gürtel nicht mehr. Also bleibt die einfach mal weg. So. Was ich mir auch noch direkt gezogen habe, denke ich, kriegt man die Kohle auch irgendwann wieder raus. Jetzt, wo die Preise gestiegen sind, ist natürlich alles ein bisschen schwerer. Weil früher hat alles 1,30 gekostet, jetzt sind wir schon bei 1,40. Schade eigentlich. Die müssen nicht überall die Preise anziehen, das muss nicht sein. Nein, Facepunch, nein. So, auf jeden Fall sieht es ziemlich geil aus. Du hast ja halt so einen Skelettreiter auf so einem Skelettpferd mit Rüstung. Finde ich persönlich ganz nice. Muss jeder für sich selber entscheiden. Und dann hat er hier noch so eine schöne Thompson in der Hand, der Skelettreiter. Also ich feuer die Tür auf jeden Fall voll ab. Da ich eh keine Double Door zurzeit habe, ist das Ding perfekt für mich. Deswegen gleich abgegriffen und gut ist. Ich denke, das ist ein guter Kauf. So, dann kommen wir jetzt leider Gottes zu diesem ganzen Metal Chest Plate. Würde ich mir persönlich nicht kaufen, weil die Preise dafür sind einfach nicht gut. So, da alleine die 90 Cent rauszukriegen, ist schon schwer, wenn es nicht wirklich. Hier hat man noch die Metal Face Mask, wenn es nicht irgendwas mega Besonderes ist. Und das hier ist einfach, ja, zu normal. Die Kohle kann man sich, denke ich, mal sparen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, dann hätten wir noch die Python. Die Python ist auch einfach mal nicht besonders. Die kann man auch direkt übersehen im Shop, würde ich sagen. Also ich würde mir die nicht kaufen für 1,85, weil die liegen ja auch nicht gut im Kurs. So, dann gehen wir jetzt mal noch mal ganz kurz auf meine Rust-Skins. Ich habe zurzeit auch nichts Besonderes am Start, weil ich habe eine ganze Menge verkauft. Das hier sind einfach nur noch so die Grundskins, die ich halt brauche, um zum Beispiel meine Base zu bauen. Die werde ich auch nicht verticken. So, weil ich will zum Beispiel den Ofen. Der ist glaube ich, mein wertvollster mit grandiosen 2,85 €. Habe ich 1,30 € für bezahlt. Ist auch schon lange her. Aber den werde ich auch nicht verticken, weil ich finde, der sieht vom Aussehen her mega cool aus. So mit diesem Totenkopf, wo dann die Lava. Die Lava.
rausläuft. Aber auf jeden Fall so beleuchtet, der sieht schon ganz, ganz fett aus. Dann habe ich natürlich leider auch nur noch einen Schlafsack. Okay, der ist 1,97 €, aber ich verkaufe nicht, weil ich finde das hier mit diesem Zeichen, mit den Patches hier ganz gut. So, dann hätten wir hier noch so eine Biohazard-Tür, die behalte ich natürlich auch. Die Sheet Metal Door, obwohl ich natürlich auch diese Sheet Metal Door noch habe. Ich stehe so ein bisschen auf dieses, naja, Mumien, Zombies, Gehirne, sowas, so in der Art. Das ist so mein Style. Deswegen die Tür werde ich auch nicht verkaufen. Ist egal, wie hoch sie steigt. Dann hätte ich hier noch einen Dragon Egg, einen Stone. Ist auch nicht sonderlich viel wert. Aber sieht auf jeden Fall geiler aus wie der normale Stein. Deswegen bleibt auch das bei mir. Oder das hier, so ein Rudolf Skull Mask. Finde ich auch ganz nice. Ist auch nichts wert. Ein Euro. Habe ich auf jeden Fall für weniger gekauft. Egal, bleibt bei mir. So, Apocalypse, die ist auch nichts wert. Die war auch mal gut im Kurs eine Zeit lang, aber ja, geht alles immer rauf und runter. So, dann hätten wir hier noch eine Sheet Metal Door. Von irgendeiner Sheet Metal Door muss ich mich eindeutig mal trennen, weil ich habe drei. Aber wenn, dann werde ich wohl doch eher die hier nehmen. Weil ich die jetzt nicht da, es ist nur einfach nur ein Herz, ein paar so eine komischen Engelchen. Ich glaube, das war zum Valentinstag, kamen die mal raus. Dieses Jahr? Ja, ich glaube, dieses Jahr. Ja, erstmal behalte ich sie. Also, wenn es so 1,80 €, 2 € in die Richtung geht, dann kann man es verticken, aber sonst lohnt sich das alles nicht, gerade mit den Gebühren. So, dann hätten wir den Dragon Dawn Ocker, den habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen gezogen. 1 Euro. 1,05 €, genau wie die Deko, die Giant Candy Deko. Ja, ich bin halt so ein bisschen so ein Roleplayer und deswegen ist das sowas hier perfekt für mich. Mein Brain Eater Hammer, ja, wie ich schon gesagt habe, ich stehe so auf Gehirne, Zombies, Mumien und sowas, den behalte ich aber auch, den werde ich niemals verkaufen, das ist mein Hammer. So, hier sind auch so ein paar unwichtige Sachen, die jetzt nicht so aufregend sind. Dann habe ich mir gestern habe ich mir nochmal auf die Schnelle diese Rabbit Door geholt. Verdammt, ich habe 4 Sheet Metal Doors. Ich muss wirklich eine verkaufen. Das sind, Mano. Ah, lästig, lästig. Okay, ich muss die hier verkaufen, ist egal. So, dann habe ich mir noch diesen Teddy Bear Rug geholt. Das ist dieser komische Bärteppich. Nur halt als Teddybär-Teppich. Gibt es gerade auch für einen günstigen Kurs in einem Community-Markt. So als Deko kann man sich den mal ziehen. Hier ist halt meine Apokalyptik-Door. Dann haben wir hier das. Und dann habe ich hier, gestern habe ich mir noch was ganz Abgefahrenes gezogen. Das sind diese hier: Metal Zombie Helmet und Metal Zombie West. Was heißt, du läufst dann rum wie so ein Zombie? Das sieht einfach nur mega geil aus. Richtig der Hammer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder ähnliches. Bis denn dann, ciao!